Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Leonie, für die, die mich noch nicht kennen. Ich mache normalerweise eher fashionlastige Videos. Ich bin aber durch Zufall vor, ich würde jetzt mal sagen, zweieinhalb Monaten auf YouTube auf ein Resin-Tutorial gestoßen. Und ich habe vorher noch nie was von Resin gehört und war aber total begeistert von dem Finish von dem Ganzen. Es ist praktisch wie malen, nur anders. Ihr könnt es hier sehen, das Ganze ist wie Lack. Ich habe das nicht überzogen, sondern das ist das Material an sich, das ich einfärbe. Und ich war dann so obsessed mit dem ganzen Thema irgendwie, dass ich mich wirklich lang und breit damit befasst habe. Mich eingelesen habe, mir ohne Witz, ich würde jetzt mal schätzen, 300 Videos darüber angeguckt habe. Und dann habe ich die besten, so wie ich es auserkoren habe, Materialien mir zugelegt, von Lacken über das Resin selbst, über alle möglichen Utensilien, die ich dann eben gebraucht habe. Das hat eine ganze Stange Geld gekostet. Das ist nicht ganz so super günstig, wie man sich das wünschen würde. Aber ich wollte es einfach unbedingt ausprobieren und ich bin super happy mit den Ergebnissen. Das hier ist, wie gesagt, eins meiner neuesten und auch eins meiner Lieblingsstücke. Dann habe ich noch sowas hier in die Art gemacht. Schaut, hier unten ist es ein bisschen geworden wie Meer, das liebe ich auch. Und dann kann man natürlich auch viel buntere Geschichten machen, das finde ich auch sehr schön, vor allem mit dem Gold hier. Mein Instagram ist total explodiert, nachdem ich so die ersten kleinen Stories von den Bildern hochgeladen habe. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Anklang findet und alle wollen ein Video dazu sehen oder eine Erklärung zu, was ist das überhaupt. Und das kommt jetzt heute. Ich gehe die ersten paar Minuten erstmal durch die ganzen Utensilien und erkläre, was ist was, was braucht man oder für was habe ich mich entschieden, was funktioniert nicht so. Ich teste da jetzt schon ein paar Wochen rum und kann jetzt doch schon so einen kleinen Einblick geben. Ich bin absolut kein Profi. Da gibt es ganz andere. Ich verlinke euch mal die besten YouTuber und Instagram-Accounts, die sowas in die Richtung machen. Dann könnt ihr euch da ein bisschen Inspiration holen. Und dann habe ich mir überlegt, Sekunde, boah, die sind so schwer, dass wir heute nur eine kleine Sache machen. Und zwar habe ich mir von Ikea hier so ein, wie nennt man das, so ein Serviertablett geholt. Und das übergießen wir mit Resin und mal gucken, wie das so wird. Würde mich freuen, wenn euch das genauso begeistert wie mich. Und falls ich irgendwelche Sachen vergesse oder so, wird bestimmt vorkommen, schreibt mir das gerne einfach in die Kommentare. Ich versuche, so gut wie es geht, auf alles einzugehen und alles zu beantworten, was euch so interessiert. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los. Resin ist eine Art Harz, nennt sich auf Deutsch auch Epoxyharz. Resin gibt es von 20 Euro bis 200 Euro. Da gibt es große Unterschiede, was Qualität betrifft. Und es gibt auch große Unterschiede, was Verarbeitung betrifft. Resin bedeutet, ihr habt zwei Komponenten. Einmal das Resin, das ist jetzt hier das hier, und einmal den Härter. Ich habe jetzt zum Beispiel hier das von Art Resin, da habe ich einfach nur gute Sachen drüber gehört. Die zwei Flaschen kosten, ich glaube, 150 Euro, also nicht billig. Und ich würde sagen, mit den zwei Flaschen könnte ich jetzt so 4-5 Bilder von der Größe hier machen. Die zwei Komponenten werden jetzt zu gleichen Teilen zusammen gemixt. Und dann entsteht eine Masse, die man so um die 30 bis 45 Minuten verarbeiten kann. Bedeutet, sobald die zwei sich berühren, tickt die Zeit, weil danach fängt es an zum Aushärten und dann könnt ihr nicht mehr weiterarbeiten. Sobald der Aushärtungsprozess eingetreten ist, müsst ihr das Ganze, ich würde mal sagen, so 24 bis 48 Stunden ruhen lassen und dann ist euer Gemälde, wie auch immer, was auch immer ihr damit macht, fertig. Auch wichtig hierbei zu sagen ist, ihr bekommt es nirgends mehr runter. Deswegen habe ich jetzt hier einen Tisch mit einer Pappunterlage, werde mir hier auch noch so eine Plastikeinlage besorgen. Das Ganze darf nicht eure Klamotten berühren, nicht in eure Haare, auch nicht in eure Hände. Ihr müsst Handschuhe damit verwenden. Das ist, stellt es euch vor, wie Superkleber. Damit solltet ihr einfach nicht in Berührung kommen. Und da ist ein bisschen Vorsicht geboten, also auch vor Kindern und Tieren und sowas schön gut verstauen. Dann habe ich hier eine ganze Reihe an Plastikbecher, große, kleine und sogar so Schottgläser für je nachdem, wie ich es anmischen mag. Bedeutet, ich mische hier in dem großen Becher, mische ich mir mein Resin an und dann schütte ich das in die kleinen Becher und verteile das. Und dann kann ich hier mit diversen Farben, ich habe jetzt hier Tinten oder auch mit Acrylfarben oder
Hier habe ich noch ein paar andere Tinten von einer anderen Marke. Kann ich das Resin mischen? Das Mischverhältnis hier sollte betragen so, ich würde mal sagen 1 zu 10, also nur ein Zehntel Anteil Farbe und der Rest Resin. Sonst, wenn das zu viel Farbe ist, vor allem bei den Acrylfarben, wird das Resin zu hart und lässt sich nicht mehr gut verteilen. Zum Umrühren benutze ich dann solche Stäbchen, die habe ich einfach auf Amazon bestellt. Und falls ihr was Kleineres habt oder falls irgendwelche Härchen oder Staubpartikel drin sind, habe ich mir so Schaschlikspieße geholt. Die sind auch ganz praktisch. Also ihr könnt das Resin praktisch mit allem möglichen, aller möglicher flüssiger Farbe einfärben. So, und ohne jetzt weiter lang rumzuquasseln, legen wir einfach los, weil dann versteht ihr, glaube ich, alles besser. Ich mische mir jetzt erstmal hier mein Resin. Und zwar, wie gesagt, halb-halb. Ich mache das nach Augenmaß, hat bis jetzt relativ gut funktioniert. Ihr könnt es aber sonst auch mit einem Messbecher machen. So, das dürfte eigentlich reichen von der Menge. So. Dann habe ich hier so ein Plastikspatel und mit dem rühre ich das jetzt richtig gut um, damit sich das Resin und der Härter vermengen. Am Anfang sind da noch so Schlieren drin und wenn ihr das aber mal 2-3 Minuten richtig fest umgerührt habt, dann sollte das eigentlich eine klare Masse sein. Und das ist wichtig, weil wenn das nicht richtig umgerührt ist, greift die Farbe nicht richtig und es härtet nicht richtig aus. Und es bilden sich jetzt hier drin kleine Bläschen. Das ist aber soweit kein Problem und auch ganz normal. Ich habe hier einen Heißluftföhn. Sobald das ganze Bild fertig ist, gehen wir mit dem Heißluftföhn einmal drüber und der lässt eigentlich alle Bläschen platzen. Ich habe jetzt hier die Farben, die ich gerne benutzen würde, rausgelegt. Und zwar würde ich das gerne blau-grün und Silber-Gold machen. Ich mische da jetzt einfach irgendwie was zusammen. Ich habe hier einmal diese drei Tinten von Liquitex. Verlinke ich euch unten. Das hier ist kein Grau, sondern ein Silber. Und hier habe ich einmal von Catrice einen Lidschatten. Das ist ein Puderprodukt. Das kann man zu dem Silber dazu mischen und es wirkt einfach extrem schön schimmrig. Ich habe das bei einem anderen Bild schon mal probiert und die funktionieren echt gut. Und dann habe ich hier noch Gold, ein Mittelblau und ein ganz, ganz dunkles Blau, falls ich irgendwelche Farben ein bisschen anpassen möchte aus Acryl. Aber eigentlich würde ich gerne bei den Tinten bleiben. Und dann habe ich hier ein Goldspray, da zeige ich euch gleich, was wir damit machen. Das benutze ich extrem gerne, da kommen immer coole Sachen bei raus. Jetzt schütte ich mir hier einmal ein bisschen Resin in einen Becher. So. Und dann kommt hier ein bisschen Blau dazu, nur so ein Spritzer. Und dann mischen wir das mal und gucken, wie das so ausschaut. Und ihr seht, das ist ein richtig schönes, kräftiges Blau. Und jetzt kann man hier an dem Spatel sehen, dass es noch ein bisschen... Also es ist nicht ganz deckend. Und da wir das Holz nicht gestrichen haben, wenn man das jetzt weiß gestrichen hätte, wäre das kein Problem. Aber ich möchte jetzt hier die Holzstruktur nicht durchsehen. Deswegen brauchen wir hier eine deckende Farbe. Und weil mir das eben ein bisschen zu hell ist, gebe ich jetzt hier ganz wenig von diesem ganz, ganz, ganz dunklen Blau dazu. Und zwar mache ich das so, das darf nicht in Kontakt mit Resin, sonst verklebt mir hier der ganze Eingang. Ausgang, wie auch immer. So, jetzt mische ich das hier richtig gut ein. Sollte die Farbe ein Ticken dunkler werden. So. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Jetzt mische ich mir hier einen kleinen Becher mit Silber an. Davon brauche ich nicht so viel. Die hier vorher gut schütteln. So. Und dann gebe ich das ist jetzt zum Beispiel sehr, sehr
Schaut ein bisschen aus wie eine Perle. Da muss auf jeden Fall noch mehr Silber rein, um das deckend zu machen. Ich mache immer nur ein ganz klein bisschen, um zu sehen, wie sich so die Konsistenz allgemein verändert. Weil ich nicht möchte, dass das Produkt dann nicht mehr herzunehmen ist. So, jetzt schaut es cool aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Und hier gebe ich jetzt noch ein bisschen von dem Pigmentpuder dazu. Oh, hui, jetzt ist mir da viel reingefallen. Hoffentlich geht das jetzt noch. Shit. Oh oh. Ja, das ist jetzt krass schimmerig. Na gut. Aber es lässt sich noch vermischen. Cool. Okay, das passt auch. Jetzt mische ich mir noch einen Becher mit ganz dunklem Blau an, also fast schwarz. Aber nicht zu viel, weil ich nicht will, dass es zu dunkel wird. Dann nehme ich jetzt das hier. Die Farbe von vorher, mit der wir das andere Blau abgedunkelt haben. So, wenig, weil wie gesagt, Acryl verfälscht die Konsistenz immer ein bisschen und macht das viel zu, also mir viel zu dickflüssig. Das ist jetzt beispielsweise schon viel dicker wie das Silberne. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich mit der Kamera nicht gut, über die Kamera nicht gut sehen. Hier gebe ich jetzt noch ein bisschen Blau dazu, damit die Farben sich ähneln. So. Schauen die sich jetzt zu ähnlich? Blöd. Naja, da machen wir schon irgendwas Cooles draus. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. Hoffentlich geht es jetzt. Naja, jetzt wird es schon sehr, sehr dickflüssig, aber das funktioniert schon. Dann mische ich mir ein Weiß an und zwar mache ich das jetzt ganz einfach mit einer Wandfarbe, die ich übrig habe. Ich hatte auch so eine weiße Tinte, die ist super, verlinke ich euch auch unten, aber die ist mir leider das letzte Mal ausgegangen. Also da habe ich nichts mehr von. Jetzt nehme ich mir hier nur so einen kleinen, der reicht eigentlich für Weiß. So. Sehr gut. Und gehe ich einfach hier so ein bisschen rein und mache hier so eine Spitze. Sollte vollkommen reichen. Und dann haben wir auch schon ein schönes Weiß. Das lässt sich nicht ganz so gut verarbeiten wie jetzt die Tinte, aber funktioniert auch. Und jetzt fangen wir einmal an und dann können wir uns zwischendurch auch immer noch Farben zusammenmischen, falls wir irgendwie das Gefühl haben, was funktioniert nicht. Einfach je nach Gefühl, was ihr so wollt. Und ich würde dem Resin auch immer ein bisschen Zeit geben, sich so auszubreiten auf eurem Gemälde oder was auch immer ihr damit bestreicht. Es bewegt sich auch immer noch ein bisschen. So, lasse ich hier noch ein bisschen was übrig. Dann habe ich hier das eigentlich ganz dunkle, das nicht so wirklich... Ah doch, ist doch ein Ticken dunkler. Sehr schön. Super. So, und was ich euch bei Resin schon mal als Tipp mitgeben kann, ist, lasst euch nicht entmutigen, am Anfang schaut es immer scheiße aus. Ich hatte noch nie was, was am Anfang schon gleich gut aussah und dann am Ende so sich so als Extrembombe herausgestellt hat. Es ist so ein Prozess, den man da so ein bisschen mitmachen muss. Man kann das jetzt auch so bewegen. Es fließt natürlich.
Was ich jetzt mache, ist, ich sprühe jetzt hier an so eine Kante mal Gold. So, das könnt ihr relativ random machen. Jetzt hat sich das leider hier auf dem Blau verteilt, aber es ist alles nicht so schlimm. Einfach weitermachen. Und da drüber schaut das jetzt nämlich extrem cool aus. So, dann könnt ihr das hier so ein bisschen verteilen, je nach Gefühl immer alles. So, jetzt nehmen wir hier nochmal ein Weiß, mal gucken, wie das ausschaut. So, und das Resin drängt sich jetzt immer so ein bisschen unter das noch nicht angetrocknete Gold und es gibt dann einen super coolen Effekt. Wir lassen das jetzt mal hier so ein bisschen arbeiten und sich verteilen. So. Ihr könnt wirklich mit allem arbeiten, was ihr so möchtet. Ich mache immer gern hier so mit meinen Fingern so ein bisschen rumgepansche irgendwie. So. Jetzt haben wir hier mal alles bedeckt. Sehr gut. Verteile ich das hier noch mal ein bisschen besser. Ah, hier oben ist noch nichts. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das ist schon mal cool. Jetzt geht es eigentlich nur noch so ein bisschen um Feinheiten. So. Ich mache das, wie gesagt, alles nach Gefühl. Ich habe keine Vorlage, kein Nix. Ich mache einfach irgendwie. Und manche werden gut, manche nicht so. Das ist, ja, so ist es halt. So. Jetzt habe ich ja hier noch das Silber. Oh, das habe ich noch gar nicht benutzt. Okay, da machen wir jetzt einmal. Ups. Mal gucken, wie das so ausschaut. Das ist extrem geil. Wow, das geht voll auseinander. Okay, 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 okay. Cool, cool, cool. So.
Sehr gut. Also von den Farben gefällt mir das schon mal gut, aber ich bin sowieso ein Blau-Gold-Fan. So. Und jetzt, was machen wir jetzt? Man muss es immer gut im Blick behalten. Man darf nicht zu viel machen. Ich hatte am Anfang immer das Gefühl, es war zwischendurch schon dann immer mal perfekt und dann habe ich noch irgendwie, wollte ich noch irgendwas machen und habe es damit so ein bisschen kaputt gemacht. Ist natürlich auch kein Problem, aber ja, muss man immer ein bisschen darauf achten, dass man irgendwann so weiß, wann man stoppen muss. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt mache ich noch was, was ich auch bei meinem letzten Bild gemacht habe. Und zwar vermische ich das Gold jetzt nicht mit dem Resin, sondern gebe mir das einfach nur in den kleinen Messbehälter hier. Sprühe das hier einfach nur rein. So, jetzt habe ich hier, also es ist nicht viel, was ich jetzt hier drin habe, aber es sind doch ein paar Tropfen. Und die tropfe ich jetzt hier entlang. Mal gucken, ob das mir gelingt. Sehr cool. Und da kann man jetzt genau sehen, was sich so tut. Schaut ein bisschen aus wie so ein kleines Bakterium, das sich entwickelt. Ich liebe das. Mega. Mega, mega, mega. Das ist schon mal sehr cool. Also mir gefällt es jetzt, glaube ich, allgemein sehr gut. Und jetzt muss ich hier mal kurz irgendwo noch meine Hände abwischen. Jetzt schnappe ich mir meinen Heißluftföhn. Und gehe einmal auf volle Pulle, so 10 cm weg, einmal über alles drüber, um die Bläschen platzen zu lassen. Ihr seht es dann, dass die platzen. Wahrscheinlich könnt ihr die jetzt in der Kamera gar nicht so gut sehen, aber sie sind da. So, und jetzt durch das Föhnen bekommt das Resin nochmal eine komplett andere Struktur, auch dadurch, dass jetzt die Bläschen geplatzt sind. Und jetzt könnte man mit dem Föhn hergehen und noch ein bisschen Strukturen reinbringen. Ich probiere das jetzt. Hier bei den weißen Linien, die ich gezogen habe, da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt so von der Seite reingeht, dann könnte es eine Wellenform ergeben. Es kann aber auch sein, dass wir komplett das hier zerstören, was wir gerade gemacht haben. Mal gucken. Ich probiere es mal hier unten. So, da könnt ihr es jetzt sehen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel unten eine silberne Welle und oben eine weiße. Das schaut ganz cool aus. Immer aufpassen auf den Rest, nicht nur auf eine Stelle konzentrieren. So, okidoki. Was halten wir jetzt hiervon? Da muss man es sich immer mal anschauen. Durch die Hitze wird das Material viel flüssiger und bewegt sich viel mehr. Wenn wir es jetzt hochheben, dann rinnt es viel schneller oder bewegt sich viel schneller als vorher. Hier haben wir eine leere Stelle, das darf nicht sein. Ach Mist. Hier haben wir Gold übrig, das können wir da oben drauf tun.
Und ihr dürft mit dem Heißluftföhn auf gar keinen Fall jemals zu nah dran gehen, weil das Resin kann anfangen zu brennen. Da muss man vorsichtig sein. Ich finde es jetzt allgemein, glaube ich, sehr schön. Gefällt mir das jetzt so? Ich glaube, ich lasse es jetzt so. Jetzt nehme ich mir hier einen Spatel und hier an der Seite seht ihr es vielleicht oder auch hier oben, hier rinnt das Produkt runter und das verteile ich jetzt hier am Rand, dass ich hier keine leeren Stellen habe. So, jetzt dürfte alles abgedeckt sein. Ich sehe, dass hier irgendein Teilchen drin ist. Das hole ich jetzt mal raus. Mit so einem Zahnstäubchen. Was ist das? Ah, das ist wahrscheinlich eingetrocknete Farbe. Muss man vorsichtig sein. Hier ist auch noch was. Deswegen mag ich Acryl nicht so, weil es gibt überall so kleine, hinterlässt überall so kleine Stückchen. Sehr cool. Das Silber weitet sich gerade total. So, jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz mit dem Föhn rein. Das reicht schon. Und jetzt kommt dann noch der Rest von dem Silber dazwischen. Die Stelle da oben gefällt mir irgendwie nicht so. Weiß auch nicht warum. Und mir wird das Silber gerade ein bisschen sehr weit, aber mal gucken, wie das dann ausschaut. Ja, jetzt ist cooler. Es bewegt sich auch die nächsten Stunden noch. Also ihr könnt es jetzt praktisch nicht mehr gut kontrollieren. Es ist minimal eigenständig, passieren jetzt da noch Sachen. Und ihr müsst euch dann da morgen überraschen lassen. Weiß nicht, möchte ich jetzt noch irgendwas machen hier? Bin am Überlegen, ob ich noch so ein paar von diesen Dingern mache. Vielleicht hier runter oder so. Ja, das probieren wir jetzt einfach. Wow, die wären aber cool. Wieso schauen die jetzt so anders aus? Crazy. Lustig. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach so. So Leute, das ist jetzt hier unser finales Endergebnis. Ich liebe es. Es ist so schön geworden. Hier könnt ihr das ganz gut sehen. Das Silber hier schaut auch mega geil aus. Und die goldenen Flecken sind extrem cool geworden. Das hier ist auch so schön. Unten sind jetzt hier natürlich diese ganzen Tropfen. Das müsste man jetzt abschleifen. Da muss ich mich mal dran machen. Aber ja, das passt richtig gut. Und ich hatte noch Material übrig. Den Rest habe ich benutzt, um so ein, wie so ein Coaster zu machen. Den muss man hier oben auch ein bisschen abschleifen. Da kann man dann irgendwie ein Glas draufstellen oder so. Finde ich auch voll schön. Und das habe ich einfach nur in eine Silikonbackform gegossen. Aus Silikon bekommt man das relativ gut raus. Ja, so steht es jetzt an unserem Esstisch. Ich bin echt super, super happy. So schön.